Meine Damen und Herren, es ist ja schon kurz vor 8 und wenn man spät ins Bett geht, dann muss man auch ein bisschen länger liegen bleiben. Samstag und Sonntag ist das ja gut möglich, sonst stehen wir ja schon um 5:30 auf. Und ich war ja gestern noch in meiner Freitagsrunde und das war ganz interessant. Ein Mann hat mir also hier zugesagt oder angekündigt, er würde mir Olivenöl schenken. Ne? Und dann habe ich erstmal gestutzt, da will mir einer Olivenöl schenken. Ne? Und dann habe ich die Zusammenhänge nicht so ganz verstanden. Aber als er dann weiter erzählt hat, wo dieses Olivenöl her ist, nämlich nicht vom Aldi, sondern aus Kroatien, sagen wir mal so. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt würde ich dann mal die frohe Botschaft meiner Ehefrau mitteilen. Und dann hat sie aber gesagt, wir haben doch Olivenöl im Schrank oder im Kühlschrank. Und dann habe ich gesagt, das ist aber ein besonderes Olivenöl, nämlich aus Kroatien. Und das ist ja, jetzt habe ich das zweimal betont. Ne? Also ist ja interessant, Europa und Kroatien, Balkan und so. Mir kommen dann Erinnerungen natürlich an Urlaubsreisen dorthin. Einmal waren wir in Slowenien. Mein Vater, mein Bruder und ich. Und das ist schon ewig her. Das war ja so 1979, glaube ich. Und mir fällt dann auch dieser Marschall Tito ein. Ne? Lesen Sie mal nach, wer da Tito. Ne? So. Jedenfalls war zu der Zeit von Marschall Tito relativer Frieden in Jugoslawien. Ne? Und dann gab es ja da heftige Kriege, nicht nur Kroatien, Slowenien und so weiter, sondern ich habe einen guten Freund aus Montenegro übrigens und aus Albanien. Ne? Ich bin ja ein international denkender Mensch. Jetzt schließt sich wieder der Kreis und Marschall Tito. Und dann gab es ja übrigens in Albanien zu Zeiten des Kalten Krieges relativer innenpolitischer Frieden, ne, unter Hoxha. Nur mal so, ne? Also es wird ja immer so negativ dargestellt, hier der Ostblock. Der Russ ist ja an allem schuld. Der Russ oder die Russen. Ne? Also so ist uns das ja eingebläut worden in der Jugend zu Zeiten des Kalten Krieges. Der Russ oder die Russen. Ich habe das nie gewusst. Wer ist das überhaupt? Der Russ, der Russ. Und ich wusste bloß, dass die eine interessante Musik pflegen. Russische Folklore. Es gibt ja hier einen Freund, den ich gut kenne aus Leonberg, der mit so einem Balalaika-Ensemble musiziert. Das habe ich mir auch mal angehört. Und mir war das nie klar, was das soll. Ne? Und Albanien hat halt gute Beziehungen zu China gepflegt. Der Vorteil von dem damaligen Albanien war eben, dass die verschiedenen Weltreligionen friedlich zusammenlebten. Ne? Katholiken, orthodoxe Christen und Moslems zu der damaligen Zeit. Und dann kam der Kosovo-Konflikt und dann hat man das den Serben in die Schuhe geschoben. So sehe ich das. Ne? Weil der Russ, ne, die Serben und der Russ, das ist ja fast das Gleiche. Ne? Und hat dann Bomben reingeschmissen. Selbst auf Belgrad musste man Bomben, NATO-Bomben reinhauen. Und man hat jetzt da so eine Art Stillstand im Kosovo. Und dieser Mann aus Kosovo, mit dem verstehe ich mich gut. Ne? Also ich versuche ja immer, jeden Menschen so zu nehmen, wie er ist. Und ihn dort abzuholen, wo er ist. Das ist ja auch beruflich ein Erfolgskonzept, so damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, ohne möglichst ohne Vorurteile. Man kann zwar Witze drüber machen, aber nur im klaren Zusammenhang, weil Witze werden auch nicht immer verstanden. Auch hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein hier, wenn ich Sprüche auslasse, weil die versteckten Ironien verstehen nicht jeder. Das hat mir mal auch einer gesagt, mit dem ich mich gut verstehe. Einer meiner Zuflüsterer, ich habe ja so Zuflüsterer, und dann hat er gesagt, ja, das versteht ja nicht jeder, dein Humor, der hat ein hohes Niveau, und dann habe ich das als Kompliment aufgefasst. Ne? So, als nächstes gucken wir mal raus, das Wetter ist ein bisschen trüb hier noch, aber wir werden uns auf jeden Fall mal bewegen. Früher habe ich mich ja fortbewegt mit so einem
Klöckner, Humboldt, Deutz, Traktoren, das haben wir mal gehabt. Da waren wir ganz stolz. Also der Überrollbügel fehlt hier, ne, wegen der Sicherheit. Das habe ich meinen Enkelkindern auch mal noch erklärt, weil so ein Traktor kann umfallen. Ich bin ja mal da in die Kurve gefahren damals in den 70er Jahren mit einer hohen Geschwindigkeit. Dann ist er auf zwei Räder hochgegangen. Ne? Ich habe ja auch schon Verkehrsunfälle gehabt. Da können wir jetzt viel Stories erzählen, darum geht es mir nicht. Aber der ist fast umgekippt. Ne? Also diesen beruflichen Leichtsinn habe ich mir abgewöhnt. Und jetzt habe ich wieder so einen Traktor hier stehen und da kommen natürlich so Erinnerungen an unseren Grünen. Der hatte ja auch die Farbe Grün. Wir sind da zum Einkaufen von Olivenöl, sind wir mit diesem Traktor dann in einen Ort reingefahren. Und da war ja ein bisschen kleiner als ein Auto und dann hat man auch mal so Querparklücken besetzen können. Also ich habe schon ein bisschen Schabernack gemacht im Leben. Und dann bin ich mit diesem Traktor mal in die Schule gefahren. Damals war ja auch manchmal noch Samstagsschule, ne, und so kurz vorm Abitur. Plötzlich taucht hier der Reppenhagen mit diesem Traktor auf. Ne. Es war ein Gelächter. Aber es waren auch ein paar Kilometer zu fahren. Es war relativ kalt, das weiß ich noch. Und war da relativ lang unterwegs. Weil so ein Traktor, wenn man auskuppelt, bergab ist auch nichts. Ne. Die Erfahrung habe ich auch schon mal gemacht, weil die Bremse ja auch nicht so üppig ist. Ne. Und dann bin ich da reingefahren in diesen Schulhof. Ne. Und hatte dann viele Fans mal wieder. Ne? Es gibt ja noch Bilder, aber die habe ich jetzt hier nicht reingestellt ins Internet wegen Datenschutz mal wieder. Sie wissen, ne, man kann hier nicht andere outen als diejenigen, die dann auf diesem Traktor saßen irgendwie. Ja, außerdem ist es auch gefährlich, man kann ja auch mal runterfallen, ne? Ein bisschen vorsichtig mit solchen Geschossen. Geschoss, ein Geschoss. Ne? Ja, jedenfalls, meine Damen und Herren. Man lernt ja immer nur aus der Vergangenheit, die Zukunft zu bewältigen. Ich habe ja immer noch vor, ein Buch zu schreiben, eine Autobiografie. Das habe ich oft genug angekündigt. Es gibt ja in der Cloud. In der Cloud gibt es jede Menge Texte, auch offline und auf entsprechende Datenträger, die nicht so direkt zugänglich sind. Vom LFV, ne, das ist ja der Verfassungsschutz, der mich beobachtet seit vielen Jahren. Also dieser Verfassungsschutz hat auf diese Erzeugnisse keinen Zugriff. Die liegen in Gärtringen in einem Tresor, eine Kopie von dieser Autobiografie und die wird veröffentlicht an dem Tag, wo ich in Rente gehe. Ja. Am Tag, wo ich in Rente gehe, werde ich diese Autobiografie veröffentlichen und ich habe auch eine geeignete Anwältin, die dann vorbereitet ist für irgendwelche Unterlassungsklagen. Darauf bin ich vorbereitet, aber ich schreibe noch an diesem Buch, also das sind jetzt schon mal 1000 Seiten. Da geht es ja nicht nur um den persönlichen Lebenslauf, sondern auch um die Menschheitsgeschichte. Das ist da auch enthalten, so wie ich das sehe, als Diplomphysiker. Ne? Wie war das mit dem Urknall? Wie viele Milliarden Jahre und ist das plausibel und wie hängt das zusammen mit dem Glauben? Das möchte ich jetzt hier nicht ausführen, weil man kann über alles reden. Aber nicht über 10 Minuten. Ne? Das ist auch eine alte Weisheit. Und dann macht man wieder was anderes. Jedenfalls der Gang der Menschheit und dann das Leben, Pflanzen, Tiere, Menschen. Sind Abhandlungen drüber, über die Religionen, über das Gefälle. Nicht nur in den Vermögens- und Einkommensverhältnissen gab es immer ein gigantisches Gefälle. Es gab ja auch die Sklavenhalter. Gesellschaft und dann die Leibeigenschaft, die Verfehlungen der Religion, insbesondere auch der christlichen Kirchen mit Inquisition, Hexenverfolgung. Also es ist schon eine düstere Menschheitsgeschichte und wir sind ja auch noch nicht wesentlich weitergekommen. Der Mensch an sich mit seinen Werten, gestern haben wir ja noch in eine interessante Talkshow dann gesehen, hier dieses Nachtcafé, früher mit dem Backes. Der Backes hat sich ja nachdem er doch sehr viele Jahre eine sehr gute Talkshow gemacht hatte, die habe ich gelegentlich angeguckt, doch negativ auch geoutet bezüglich Stuttgart 21. Weiß nicht, ob Sie das wissen. Also, der Wieland Backes ist jetzt für mich gestorben. Der Steinbrich, der Nachfolger, hat auch ein gewisses Niveau. Und die Psychiaterin, die da eben sich geäußert hat gestern in dieser Talkshow, die war hochinteressant. Ne? Da ging es ja auch um einen Werteverfall und dass in Notlagen Hilfskräfte gar nicht durchdringen können, weil Gaffer stören, behindern. Da gibt es schlimme
Folgeschäden, wenn sowas geschieht. Gucken Sie das sich mal an in der Mediathek vom Südwestrundfunk, dieses Nachtcafé. Und jetzt bin ich tatsächlich über 10 Minuten und werde erstmal frühstücken. Wünsche Ihnen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Machen Sie das Beste draus, bleiben Sie gesund und dann sehen wir uns morgen wieder. Dankeschön, tschüss.